Willkommen zurück zu Uncharted. Wir haben uns hier waghalsig hinübergehangelt. Sam guckt da noch irgendwas, ich weiß nicht was. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Und da sind wir gekommen. Ja, das hast du gut erkannt. Hey, hier drüben! Und wie meint ihr, ich komme dahin? Okay. Aber logisch, wieso stelle ich diese Frage überhaupt? Natürlich kommen wir dahin. Wow. So, haben wir hier irgendwo einen Haken? Können erstmal hier lang. Das ist wirklich eine fette Schlucht, wo wir auf gar keinen Fall runterfallen wollen. Aber momentan kann ich hier noch nichts erkennen. Wo ist unser bescheuerter Bruder? Wir müssen wohl im Zickzack da hoch. Das heißt jetzt was? Ich gehe doch hier jetzt nicht wieder runter, oder? Im Zickzack da hoch. Ah, sieh mal einer an. Ich habe einen Haken. Genau, da müssen wir nämlich darüber. So. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen unsere Richtung ändern hier. Wow, da kommen wir doch niemals ran. So, wir haben auch den Schwung verloren. Aber irgendwie muss ich ja... Wow, wo müssen wir denn ranspringen? Das klappt niemals! Aua! Scheiße. Da kann man ranspringen. Aber da komme ich ja her. Hier. Hier komme ich eigentlich her. Ich spring jetzt. Oh. Ja, prima. Jetzt stehe ich wieder hier. Toll. Hä? Nicht im Ernst! Ach, Scheiße. So, ich bin wieder da. Ja, ach was. Ich muss da irgendwie rüber. Und das ist aber auch hier der einzige Haken. Es nützt nichts. Ich muss da nochmal wieder runter. Er hat gesagt, wir müssen im Zickzack darüber. Aber... Ja, hier kommen wir ja eigentlich nur wieder hin, wo wir eben schon waren, ne? Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo ich hier ranspringen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche hier einfach mal gerade richtig hochzukommen. Und dann machen wir hier mal so einen Bogen. Geht nicht. Das geht einfach nicht. Leute, ich weiß nicht, wo lang. Was mache ich denn jetzt? Es gibt hier nichts einfach. Warum sagt er denn, ich soll zurückkommen? Müssen wir woanders lang? Ja, dann gehen wir mal eben zurück. So, jetzt bin ich wieder da. Und? Sam? Okay. Also müssen wir doch da drüben lang. Ich verstehe, er guckt da schon so hin. Also doch hier rüber. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Und jetzt? Durchatmen.
Wir müssen noch mehr rutschen. Ja, hier das hier sieht etwas gefährlicher aus. Ich glaube, hier könnten wir eventuell sterben. Aber wir müssen nur da rüberkommen. Ich versuch mal so. Shit. Keine Wahl. Ran. Okay. Wow. Geschafft. Dann schaffe ich das auch. Das will ich sehen. Ja, das war haarscharf, lieber Sepp. Auf jeden Fall. Hast du schon mal Bungee springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Geiles Wasser da unten. Prima. So, oh Gott. Achso, wir können aber hier über das Ding, glaube ich. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und geschossen werden. In die Luft gejagt, schlagen, treten. Okay, verstehe. Natürlich. Messern, Drogen. Oh, Mann! Bin ich zu dämlich eigentlich? So, ordentlich Schwung holen. Und go! Wow, was für ein riesiger Umweg. Das war auch wirklich ein ganz mieses in die Irre führen. Oh. Und jetzt? Wo müssen wir nun lang? Da oben wieder rüber, oder was? Warte mal. Das macht ja jetzt keinen Sinn. Wir müssen irgendwie wieder auf die andere Seite rüberkommen. Okay, ja, ich guck so. Und dann hierauf. So. Macht das Sinn? Und dann da oben wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Aber er kommt auf jeden Fall hinterher. Ich glaube, das wird der richtige Weg sein. Hier rüber zu springen. Dann hierauf. Und todesmutig hier rüber. So. Das ist doch aber... Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, okay. Das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Ich lasse den Screenshot jetzt einfach mal hinweg. Ich war schon wieder kurz davor, einen zu machen, aber... Wir wollen jetzt hier erstmal weiterkommen. Wir müssen noch höher klettern. So richtig vorbei ist das Rutschen. Da ist das Schlafraumtor. Wo? Ach so. Da müssen wir also rüber. Okay, aber hier scheint es... Guckt mal. Wie kommen wir jetzt da ran? Hier. Das ist aber, glaube ich, auch zu hoch. Ja. Das ist zu hoch. Und hier gibt es auch irgendwie einen anderen Weg. Wir müssen hier rauf. Aber wie? Da, wo er wahrscheinlich schon so blöd rumsteht. So, genau. Von der Seite. Und jetzt? Ach so, jetzt gehen wir hier rum. Und hier geht es hoch. Zack. Und dann wieder hier daran entlang. Das ist eine richtige, eine reine Kletterfolge hier heute. So, wir sind hier oben drauf. Und jetzt... Oh, ich ahne Böses. Bist du bereit? Ja, wir müssen hier rutschen und dann muss ich schnell sein und den Haken dort. Okay, komm, wir fackeln nicht lange. Ich tu's einfach. Glanzleistung, Leute. Glanzleistung. So, wir warten auf Sam. Ihr seid... Was guckst du denn da? Stellst du deine Uhr oder was? Könnte ich mich gewöhnen. Ja. Hey, so. Hilf mir mal. Los, Bruderherz. Los. Dann mal hoch das Ding. Hoch und oh, strengt euch an und los und ja. Komm noch ein bisschen. Ja, und wir? Okay, komm. Und sagen. Werden wir. Das stimmt.
Wir sind da, Freunde. Und können uns hier hoffentlich in Ruhe umsehen. Mensch, viele Schätze. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Das ist ja ein toller Tagebucheintrag hier. Bei dem sind zwei Entermesser. Was? Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay. Okay. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Okay. Ein Kreuz, also hier zwei gekreuzte Dingens, ein Totenkopf. Ey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Okay. Das heißt, wir untersuchen jetzt erstmal alle Gräber da oben. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Okay, das war ein Fehltritt. Wir gucken natürlich auch hier unten nochmal eben. Da sieht aber auch nichts irgendwie so aus. Das heißt, wir müssen den Friedhof weiter erkunden. Da starten wir doch eben schon. Wow. Oh Gott, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge. Das da oben können wir uns nochmal angucken. Oh. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Ja, das hätte ich dir auch sofort sagen können. Da wollte ich auch gar nicht hin. Oh, nämlich die Schwerter passen. Hier. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Genau, da passt das Datum nicht. Was lachst du denn so schäbig da hinten, ey? Das ist alles ein Spaß hier für dich. Guck mal, das hier. Das hier. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Ach so. Leider falsch. Stimmt, die Schwerter sind verkehrt. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann bin ich dafür. Da fehlt eins, da brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Hier, da fehlt auch das Totenkopf-Symbol. Der hier ist gut. Der hier ist gut. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Geil. Komm, runter hier. Mal sehen, was wir hier haben. Wir haben einen Geheimgang geöffnet. Und ich bin gespannt, wo das runterführt. Ich liebe ja auch so Schatzsuchen. Und hier werden uns gar keine Monster erwarten. Das ist eine Gruft. Oh, eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Hier liegt ein Brief. Und das hat ein alter Mönch geschrieben. Ah. Das nehmen wir auf jeden Fall mit in unser Tagebuch und schauen es uns vermutlich später nochmal genauer an. Bäh, eklige Spinnenweben. So. Ich würde gerne eigentlich ein bisschen gechillter hier durch die Gruft gehen. Überall Särge, Sarkophage. Ja, genau. Wir
Wir wollen hier alles ganz genau und langsam untersuchen. Eine geheime Gruft, Leute. Eine geheime Gruft. Oh, nebliger Boden. Geil. Geil, geil. So, wir schauen erstmal hier. Aha. Was haben wir da gefunden? Das muss ich jetzt doch mal eben ganz kurz gucken. Schätze. War das gar kein Schatz? Doch, ne? Es war bestimmt so eine Spielmarke. So. Was haben wir hier noch? Ohohoho. Da sind sie ja alle. Aha. Jesus, diesmal zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Wir haben etwas in unser Tagebuch geschrieben. Ah, wir haben uns das abgemalt. Sehr cool. Nate ist auch noch ein richtig geiler... Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Aha, zieh mal einer an. Hier können wir was machen. Lampe. Hey, Smokey. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du... Verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Ach, das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Geile Scheiße. War da was? Nein. Richtig cool. So, wir schauen es uns an. Sieh doch mal, da ist etwas am Fuß der Statuen. Okay, das heißt, mit diesen Schaltern... Nun wollen wir doch mal sehen. Ah, müssen wir das... Lichter ausrichten. Ausrichten. Hey, na bitte. Ach so, ah, okay. Ach, wir können die auch drehen. Das ist ja nice. Okay, wir müssen jetzt also die richtige Position finden... Womit wir hier zwei Dinge anstrahlen. Hm. Ach, da oben haben wir auch noch. Da oben. Ich glaube, wir müssen da und dann hier die beiden. Die beiden, das wird nicht passen. Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Ja. Hab ich jetzt. Ich glaube, das stimmt. Der stimmt. Die könnten... Wow. Verbinde nee. Die Sam, also ganz im Ernst. Na also. Das macht mir Spaß. Komm ran da, Nate. Den letzten Strahl. So. Nate, geschafft. Du hast es. Sind so ein Rätsellöser hier. Mann! Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay, dann wollen wir mal. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Okay, liebe Freunde. Sesam, öffne dich. Wir haben den nächsten Hinweis.
wo wir zu dem Schatz kommen, wo wir ihn finden können, all das werden wir weiter in der nächsten Folge verfolgen. Ja, das war eine coole Folge. Das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß und ich hoffe euch beim Zuschauen auch ein bisschen. Und wenn irgendwas ist, sagt mir einfach Bescheid. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.